herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. So, ja, natürlich machst du das gut. Ja, Crawley Town, glaube ich, heißt die Truppe. Ich vergesse es nämlich immer wieder. Die wir jetzt antreten müssen. Ja, Crawley Town, das ist richtig. Und ja, Spieltag Nummer 3. Nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel wollen wir natürlich. Ich sehe, da möchte ich unsere Spieler haben. Brauchen sie nicht, kriegen sie nicht. Und weiter geht die Reise. Ja, der Tabellen 20. zu Hause gegen den Tabellen 14. Wie gesagt, nach der ersten Niederlage im ersten Spiel geht es heute ins dritte Liga-Match. Im Pokal sind wir ja schon durch. Jetzt warten wir mal einen kleinen Moment, bis wir hier fertig sind. So, auf geht's, ins Match. Gutes Fußballwetter haben wir hier. Sie sehen, willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Mit dieser Aufstellung gehen die Football Friends in die Partie. Die gleiche Aufstellung wie beim 3-1 im letzten Spiel. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Ja, also hoffentlich geht es wieder ein bisschen was trickeln. Wir haben ein bisschen mehr FIFA mit dabei. Thank you. Enjoy the game. Sitzt ja bitte nach, dass ich nicht immer die Tag auf dem Start. Na dann, auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 3, wie gesagt, auswärts bei Crawley Town, den haben wir 20. Und wir wollen jetzt Punkte Nummer 4, 5 und 6 holen. Ja, das ist ein bisschen zu optimistisch. Das sah gedacht. Gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Apia. Sieht gefährlich aus. Oh nein. Klasse Ball. Es das klappt Tor nicht. Du kriegst regelmäßig zu früh die frühen Winter. Ja, Lina schafft es sich zu Null zu bleiben. Der Ball bleibt gefährlich. Und dann ist es nicht mehr zu verhindern. Das nutzen sie eiskalt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt also laufen wir wieder an dem Rückstand. Da, ja. Einzig im Pokal haben wir es geschafft. Schirmt den Ball da super. So dazwischen gegangen.
Apia. Gut dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit Davis. Also beendet. Da sind sie auf dem Flügel nicht eng genug dran. Davis, läuft durch, kommt durch. Könnte der Ausgleich sein. Ja, ganz in wieder nicht. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Ja, du kommst. Matthews. Klasse Aktion. Gegangen, war das weg. Schöne Aktion. Hat er. Hat mich da hinterher. Geht dazwischen gegangen. Und der Keeper verhindert das 0 zu 2. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Er geht in den Strafraum. Bei dem Eckball ist er da. Wir werden gerade ein bisschen regelmäßig. Beim zum Start erwischt. Greifen über Außen, da wäre Platz. Die Chance jetzt. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Die Idee war nicht schlecht, diese Flanke hinten auf den zweiten Pfosten. Da stand der Stürmer nämlich frei. Ich mach doch nicht da rein. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Payne. Nichols. Ah, das könnte was werden jetzt. Jetzt die Flanke. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ecke kommt ins Zentrum. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Ah, der Schiedsrichter entscheidet erst auf Vorteil, aber der hat sich nicht ergeben, also dann klar. Ja, wir können dann auch noch einen Moment laufen, was sie sollen. Und zwar zu gucken, ob da nicht irgendwo doch noch was passiert. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Es gab einen Elfmeter für die. Da ist er alleine durch. Genau hinschauen jetzt. Der Ball ist im Tor. Das ist uns keine Abseits gewesen, da habe ich total geil. Es hat doch funktioniert. Ich dachte, das wäre abseits, der falsche Abseits. Da habe ich einen Moment gezögert. Aber dann doch nicht. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kann ja, das willst du auf jeden Fall mit dem 1 zu 1. Aber nicht beide. Tor fällt fast zwangsläufig. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jedenfalls. Ah, denn. Fängt diesen gut Ball gemacht ab. Da. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Schiedsrichter lässt stark unten. Gemacht, das könnte was werden. Kann den Ball halten. Schön gerichtet. Gut, da hat es sogar noch. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ball ist erstmal wieder raus. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Jetzt können sie über außen kommen. Da wäre der Platz, um zu flanken. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht, kein Foul. Jetzt dieser gefährliche Schuss. Schönes Ding nach vorne. In den Lauf vom Stürmer. Was für eine unglaubliche Parade. Aber der Keeper verhindert darauf den Rückstand. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Abwehrversuch, Scheitert, Szene geht weiter. Da war ja, aus dem Vorteil keiner. Ein Vorteil und das heißt, Freistoß. Es gibt Freistoß für Quali. Ja, gibt es hier noch was vor der zweiten? Ja. Vor Beginn der Halbzeit. Das könnte was werden jetzt. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Halbzeit, Stokes. Ja, kann auch so sein. Weil da Minimum noch zwei dahinter stehen.
Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Er kann es machen. Und das ist das. Gleicher Rezept, wie sonst auch. 2-1. Zeig ich das. Doch, doch, vor der Pause. Hier kommt die Wiederholung. Und ihr seht, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. So, die Football-Friends sind vorne. Weiter geht's. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. So, gibt das vielleicht noch mehr? So 3-1 vor der Pause wäre ja noch ein bisschen beruhigender als nur das 2-1. Nein. Vorne der Ballgewinn. Chance auf den Ausgleich. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt kommt die Ecke. Super Aktion. Erstmal und dann ist Pause. Und mal geht's mit der Führung. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2-1 in die... So, mal gucken, was mit der zweiten Halbzeit geht. Pause ist vorbei. Das Spiel geht weiter. Gibt das hier den dritten Sieg in Folge? Wie gesagt, mit dem Pokal mitgerechnet. Apia. So, da. Der Angriff früher. Sehr gut. Zwischengegangen. Vielleicht die Konterchance. Ha! Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Er könnte flanken. Kommt. Die kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Schön, das Ding. Er macht das Spiel schnell. Muss der gültig werden. Jo, ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Wir haben einen Transfer bei Manchester United. War nicht leicht, diesen Spieler zu holen, aber nun ist es dann doch gelungen. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein. Genau, im richtigen Moment Grätsche angesetzt hier. Die Football-Fans sind beim Ballbesitz unterlegen. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Tolle Parade. Ja, mal fällt er, man schafft immer noch die Sicherheit. Da kommt vielleicht die Ecke. Vielleicht jetzt. Erstmal geklärt. Nein. Da passt der Klasse. Und der Keeper verhindert dieses Gegentor. Die Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Noch nicht so ganz. Ah, schön dazwischen. Frost kam jetzt mal ein bisschen durch. Dann ist das Spiel vorbei. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Ja, das ist gerade das geht. Jetzt gibt es die Ecke auf der Rücken. Das Lob geht natürlich dem Keeper. Der Zug macht dicht und lässt nichts anbrennen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Unglaublich Parade! Aber noch hält der Keeper das Ding. So, ja, der wird Keeper. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den konnte er kaum besser machen.
kein guter Pass. Weg ist der Ball. Die Idee war okay, vorne den reinzuspielen, aber da war irgendwas mit dem Thema Umsetzung wahrscheinlich. Aber, naja, okay. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke in die Mitte. Boah, kein Tor. Was für ein Kopfball. Keit ein Tor verdient gehabt, aber ja, wir sehen, der Ball schaff, geht ich am Ende jetzt mal knapp daneben. Das dritte machen. Die Football Friends in der Offensive. Jetzt hat er mal seinen Gegenspieler ausgespielt. Er kann es machen. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller. Ja, hat das Ding. Die Ecke kommt rein. Super Aktion. Gut geklärt. Da kommt die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Es ist nach wie vor noch nicht sicher, wer hier Punkte überhaupt mitnimmt. Oder überhaupt jemand mehr auf 8 Punkte. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen nochmal wie ein Mann hinter dem Team. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Da war doch gar nichts Schiedsrichter. Kann man durchaus geben. Warte schon. Für mich gar nichts allein. Freistoß wird ausgeführt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vielleicht jetzt! Und dann darfst du so einfach nicht verlieren da vorne. Und dann macht jetzt das gerade oder so. Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Das ist jetzt gerade so ein bisschen hin und her, also jetzt kommt entweder da. Das kann man gar nicht gehen. Das fällt jetzt einfach auf der zweite Torle. Oder nur irgendwie ein Nachkehr, den sie treffen. Und dann vermutlich die Entscheidung. Aber das ist somit noch alles offen. Davis, Stokes. Die Football Friends gehen den Ball ab. Ja, ist leider ein bisschen ver. Vielleicht doch nochmal die Chance zum Ausgleich. Da macht er auf und hat den Ball. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. So, die Frage ist, was gibt der Schiedsrichter? Da kann er da noch was geben? Weil ich muss jetzt selber wechseln. Dann wechseln wir einmal dreimal auf dieser Position, auf diesen Position. Das sah nach einer verwarnten Ausgabe. Es gibt nur Geld. Das ist korrekt, es gibt Geld. Es gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Also Minimum Geld konnte schon werden. Jetzt Not. Gibt es hier den Wechsel. Ja, und der Trainer nimmt ihn sicher vor allem wegen der gelben Karte runter. Wird das die Entscheidung? Und was für ein Reflex. Und damit hätte er sie erstmal weiter in diesem Spiel. Das wäre natürlich gerade die endgültige Entscheidung gewesen. Lovely. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Wenn der Ball jetzt hier alles gelaufen ist, ich warte noch auf den Endgurt. Das ist für den Hut nochmal. Kein Tor, Wolf! Unfassbar! Jetzt haben Sie vielleicht nochmal die Chance. Das muss er besser. Und jetzt gibt es Freistoß nochmal für Quale. Machen wir hier noch irgendwas draus? Oder bleibt das nur mit diesem 1 und 2? So, jetzt das Freistoßtor, jetzt der Ausgleich. Dann hätten wir hier kurz vor dem. Ah, da geht der Ball doch noch vorbei. Er geht sieht so aus, als würde er reingehen. Tolle Szene. Sack ist zu. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Das war's. Die Gäste können. Knappes Tor 1, aber Sieg ist Sieg. Also gewinnen.
Am Ende wird es hier also dieser knappe Sieg in der Liga. Da freuen sie sich, dass sie das über die Runden gerettet haben. Sie waren die etwas bessere Mannschaft. Das war gut, was er heute angeboten hat. Aber Hauptsache, dass den Siegtreffer gemacht. So, 6 Punkte. Sieht gefährlich aus. Haben wir auf dem Konto. Aber Hauptsache 3 Punkte. Alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Nehmen wir mit den Sieg. So, damit sind wir schon wieder ein bisschen mit dabei. Und wir sind jetzt momentan 7. Und mit dem nächsten Spiel gehen wir spielen wir da jetzt. Das Problem, wenn ich nicht jeden. Menzel hat 9 Punkte auf dem Konto. So, die Eisen mit der vollen Ausbeute. Ah, der war wichtig, dieser Sieg. Die Quali zu gewinnen, dieses knappe 2-1. Oh, naja, nein. So, Sie sind hier von oben mit dabei. Swindon Town, der Tabellenzweite. Mit dem Sieg könnten wir tatsächlich wieder so ein bisschen rankommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber warte mal, wir kommen jetzt erstmal das Sozialgebot. Poke und Chetin möchte ich haben. Kannst du knicken? So. Moni möchte. So, gehen wir mal schnell. Das machen wir schnell noch in der die Teamzentrale. Der Moni möchte gerne mit uns sprechen. Verlängerung delegieren. Damit er nicht unbedingt damit er nicht hier damit er nicht unglücklich wird. So ist es eigentlich richtig. So, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Spiel gegen Swindon und da wollen wir natürlich wieder auch gewinnen.